Er brennt darauf hier. Oder Matthias? Er brennt auf seine Kohle. Das geklaute Auto steht immer noch da hinten. Du meinst diesen Mercedes oder was das da ist? Ja, ja. Wir haben mein Auto geklaut, sind auszusehen damit da reingefahren. Also, Curry, du kannst dann, wenn du willst, mit dem Batmobil hingrüßen. Oh. Wo ist das? Alter, ist das fett. Ist ein Einsitzer? Ah, ne, ein Zweisitzer. Ja. Guck mal, ich hab ein Batmobil, kein Pomba. Boah. Ich dachte, ich hab auch eine Hube. Nee, hast leider nicht. Alter. Aber aufpassen, man landet mit dem Ding schnell aus Versehen im Wasser. Okay. Das Ding fliegt irgendwie so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Naja, wenn du halt irgendwas hast, was du quasi als Rampe verwenden kannst, dann ja. Rampoma! Mach mal Platz! Du machst das Tempo, ich hab nicht das schnellste Auto, deswegen war es so schnell vorne. Boah! Leg noch ein paar Stunts in hier. Oh oh. Das mit den Kurven drehen üben wir noch ein bisschen. Ja, das sieht man mir. Aber keine Sorge. Das ging ja zum Anfang auch nicht anders. Ja, und wenn du die Lenkraketen nachher einsetzt, also erstmal hier mit dir, ich wechsle zwischen MG und Lenkraketen. Ja, habe ich schon. Und wenn du schießt nicht so viel weg, okay? Ja, hat das eine Begrenzte? Ja, 30 Stück ungefähr. Ah, okay. Also 30 ist halt 32, keine Ahnung, hier 10, einige so und einige so, ich habe noch nie nachgeführt. Wollen die mal einsteigen? Ja, deswegen habe ich gerade gebremst. Bitte, nimm mich mit, ich hab genug davon. Warte mal. Ich bin jetzt einfach Dreieck. Für die Sache noch, habe ich irgendwie noch ein paar gute Lösungsansätze. Ich habe einerseits Raketenwerfer, auf Punkt. Das Auto ist so laut, naja. Ich höre euch nicht. Naja, nicht nur Kampfbomber, man kann auch hier, also ich habe jetzt auch die MK2 Magnum mit Bullspitz geschossen und die ist auch gut dagegen. Ja, ich habe einfach bloß zwei Raketenwerfer drauf geballert oder drei und war gut mit dem Tyrannus. Echt? Ich habe mehrmals draufgeballert mit dem Raketenwerfer und es hat nichts gebracht, manchmal. Also, ernsthaft? Das heißt, hat nichts gebracht hier. Also hat das länger gedauert, aber ich weiß nicht, so mit der Magnum ist es ein bisschen einfacher. Weißt du nicht, ob du auch die MK2 Magnum hast? Ja. Auch mit Vollspitz getroffen? Ich glaube nicht. Würde ich dir empfehlen, die einfach darauf zu machen. Das ist auch gegen Spieler ganz gut, weil du kannst damit hier wirklich die Spieler immer one-shotten, auch wenn die nur das Leben haben hier. Je nachdem, wie du natürlich auch siehst. Aber in den meisten Fällen ist es immer eine Two-Shot-Waffe und du kommst natürlich auch durch kugelsichere Helme damit. Was? Das ist ja ein Kacke. Habe ich ja meine umsonst gekauft. Ja, nicht unbedingt. Hat ja nicht jeder. Aber ganz bestimmt alle, die so ein hohes Level haben. Ja, aber man muss ja irgendwie mal so einen Konter dafür auch geben. Ich sag mal so. Für dich behaupten. Ups. Weißt du, sonst wäre das alles immer ein bisschen zu stark. Immerhin, wenn du so einen kugelsicheren Helm oder einen Kampfhelm aufhast, überlebst du auch so 5 MP-Schüsse jetzt hier oder keine Ahnung, hier 5 Pistolenschüsse oder 1-2 Schüsse jetzt hier mit einer mit einem Kaliber 50 Snipergewehr, oder Matthias?
Wer weiß noch vorhin, Kelly? Alter, du stirbst dich jetzt. Ich schieße dir fünfmal den Kopf hier. Das passiert nichts. Vorsicht. Du musst doch bei Kanten immer aufpassen. Unten durch. Hallo? Nein! Vorsicht! Ja. Zurück, Sherry. Fahren weiter rein. Da war zwei hinter uns, ne? Ups. Warte, ich dreh kurz, das Auto ist ein bisschen lang. So, warte, jetzt hab ich dich. So. Oh, die waren sowieso schon am Brennen, Alter. Hier brennt alles. Ja, das hat das Batmobil so an sich. Okay. Also Leute, hier brennt schon mal alles, ja. Und es ist gar nicht so leicht, mit dem Batmobil hier rum zu putzieren. Was ist mit dem Batmobil? 20.000? Was habe ich zerstört? Oh nein, das Batmobil brennt. Batmobil brennt. Ich dachte, ich verdiene hier Geld. Du verlierst lieber. Kletter, kletter, kletter. Ich kann kein Team nehmen. Boah, halten die was aus, du. Ulp. Nee, Agent 14. War kein Batmobile mehr. Da muss man sich dran gewöhnen. Das erste, was ich mit den Dingen gemacht habe, hier, als ich das gekauft habe, war es ins Wasser zu versenken. Packt du oben oder unten? Alter, pass auf, die fackelt alles. Wow. Also Ulm scheint nicht oben zu sein. Nee, der ist hier unten. Überlebe ich das? Ah, er hat gerade Kuss. Hey, Ulb brennt. nicht Ulb, Agent 14 brennt schon. Agent, komm. Der Mann für die heißen Stunden oder was? Oder für heiße Aufträge. Hast du mal einfach den Raketenwerfer rausgeholt? Gut, aber passt auf, es kann sein, dass ihr so ein bisschen schlecht spawnt. Das ist uns auch schon mal passiert. Oh. Oh, scheiße. Ihr wollt mich verarschen, oder? Nein. Ich bin weg. Oh, Alter. Ich sehe die ja gar nicht. Ja, jetzt steuert man rechts die Wärmekamera. Wärmebildkamera einsetzen. Boah, Alter, die machen aber gut Schaden, du. Ja, bleib in Deckung, wir kümmern uns hier drum. Ich hab schon einen Down gekriegt. Einen hab ich. Einen hab auch Down. Noch einen. Und jetzt von der anderen Seite. Oh, also jetzt mehr. Erstmal in die andere Richtung. Ulp. Nee, Agent 14, sorry. Boah, Alter, die machen aber gut Schaden, Alter. Ey, versteck dich doch nicht da. Warum versteckt ihr dich in diese Ecke? Kampfbomber ist tot. Oh. Wegen Kampfbomber fehlgeschlagen. Wir sind alle X drin. Kein R2. Doch, R2. Aber ich bekomme kein Geld, obwohl ich gerade 20.000 verloren habe. Ja. Guter Geld. Ich stand nur ein bisschen im Feuer drin. Nee, so ein Batmobil muss doch feuerfest sein. Oh, ich glaube, du standest vielleicht zu dicht an der Explosion, deswegen. Ah. Aber im Feuer. So, jetzt sind wir aber direkt fertig und jetzt müssen wir nur noch die Juggernauts töten, oder? Ich weiß nicht, wir müssen das glaube ich jetzt nochmal machen. Ach, danke, Kampfbombe. Dankeschön, aber das waren nicht die einzigen Juggernauts, die da gleich nochmal kommen. Nur mal so zur Info. Das Batmobil ist auch gleich wieder da. Aber diesmal benutze ich es. Ja, bin ich auch dafür.
Okay. Zugesichert. Vorsicht. Sieht auf den oben. Kann ich gerade noch nicht anvisieren? Ne, ich meine meinen Charakter. Ach so, sorry. Der wollte nicht. Gut, alle tot. Gut, warte noch mal, ich will das Bandmobil ein bisschen außen noch parken. Au. So. Sag, wenn ich zu ihm gehen darf. Na klar, ich bin gleich wieder drin. Ich fress mal noch kurz ein paar Snacks und eine Panzerung. Oh, ich glaube, ich bin schon bei ihm. Okay, Panzerung und Snacks sind drin. Ja, ich schieb noch mal meine Panzerung rein. Ja, so. Alter, so eine Rüstung will ich auch. Dann vielleicht im nächsten Update, wer weiß. Halt, ich steh scheiße. Oh, warum spawn ich hier? Ja, die Rüstung, die ich gerade reingeballert habe, ist schon mal weg. Ah! Ah! So ist besser. Oh, es gibt auf der Hüfte. Tot? Sind schon alle drei down? Andere Seite. Ja, jetzt kommen andere von der Seite. Anderen Seite. Komm hier, wo ich bin. Oh oh, ey, der links kommt mir ein bisschen nah. Okay, der links ist glaube ich tot. Okay, der ist tot, der linke. Nur noch der auf der Brücke. Jetzt kommt ein Heli. Zwei. Aber die sind nicht getan. Brillen absetzen. Ne, die seilen irgendwas ab. Ja, da kommen gleich Gegner, Moment. Ja, pass auf, du fangst hier alles an zu fackeln. Wir brennen alles so. Ich hau ab. Ich gehe schon mal zum Batmobil hin. Gut, alle tot. Oh, noch mehr. Ja. Pass auf, Leute, ich schieße gerade. Oh, Matthias, kann sein, dass ich deinen Kuruma geschrottet habe. Aha. Ja. Hier liegt ein bisschen Geld, ich muss wieder 20.000 zusammenkriegen. So, die meisten Leute sind down. Den einen, ach, so. Achtung, ein Heli kommt, Leute. Kann sich einer mal kurz drum kümmern? Hat einer den Lenkraketenwerfer? Ach gut. Ja, oder eine Medik. Nein! Fuck. Don't worry, I'm cool. I run ultra marathons. Your extraction is on the other side of the building. My agent better be breathing when you get there. Coming! I'm coming!
Okay. Oh fuck, Juggernaut, Juggernaut. Ja. Ja, ja, ich bin gleich tot, bin gleich tot. Oh, lebe. Tot. Okay, und hier außen sind noch mal zwei gleich. Was, ohne Maschinenauto? Ja, zwei Stück kommen hier noch. Die sind von uns. Das Glas Kugel sicher ist. Lächerlich. Kommen wir hier noch mit dem Auto weiter, Leute? Da gehe ich nicht raus. Boah, die machen gut Schaden, du. Welche Seite kommen die überhaupt wieder genau? Hier vorne. Aber ich sehe sie nicht bei der Wärmebildrichtung. Oh Scheiße, ich kann gerade. Okay, ich habe einen getroffen. So, noch ein Schuss mit der Explosiv-Sniper und... So, einer ist down. Ist tot. Okay, alles klar. Und Leute, wenn wir jetzt die Helis haben... Machen jetzt Liebe. Ja, na klar, das auch, aber das später. Ne, wir müssen den Tarnmodus aktivieren und dann immer so... immer auf dieses Quadrat hier achten. Achso, ich bin nicht der Pilot, alles klar. Wow. Curry. Wer ist hier Pilot neben euch? Nicht ich. Ja, ich bin hier drin, aber wer ist im anderen drin und rammt mich? Ich würde sagen Kampfbombe. Aber die lief doch eigentlich ganz gut, bis auf den einen Tod jetzt. Wir sind noch nicht gelandet, warte ab. was war das? Ja, du musst aufpassen, dass du hier in den Quadrat bist, dass du hier die gewisse Höhe erreichst, hier, weißt? Muss halt immer auf den Höhenmesser achten, weil hier auf der Karte ist ein Quadrat hier und muss halt immer drin bleiben. Okay, Curry, aber nach der Mission muss ich dann auch Schluss machen. Jo.
Okay, das war klar. Der wäre eben beinahe noch in den Heckrotor gelandet. Ja, das passiert halt. Kollateralschaden müssen wir hinnehmen. Gestern mit der Adventure, Alter. Da sind wir dann auch fertig gewesen, sind mit der Adventure weggeflogen und dann macht er fast eine Bruchlandung damit vor dem Bunker. Voll auf den Boden aufgeklatscht. Ich dachte, wir sind viel zu schnell. Wir waren auch viel zu schnell, aber wir sind nicht in die Luft geflogen, war alles gut.